Ja, 1993 sorgte vor allem der Durchbruch der sogenannten Compact Disc, also der CD-ROM, dafür, dass es einen Quantensprung in Sachen Speicherkapazität gab. Und das wirkte sich natürlich auch dementsprechend auf die Videospiele-Szene aus. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu den Zocker Lounge Top 10 Videospielen von 1993. Ja, hey, Patrick hier. Diese harmlose Scheibe, die bereits 1982 ihre Markteinführung hatte, ermöglichte es Spieleentwicklern, die bis dato auf 1,4 MB große Disketten zurückgreifen mussten, satte 650 MB auf einen Datenträger zu packen. Was das für Videospiele im Jahr 1993 zu bedeuten hatte, in dem CD-ROM-Laufwerke langsam zum Standard wurden, seht ihr jetzt direkt an den Plätzen 10 bis 8. It is morning at a rebel base on planet Tatooine, where a young pilot is embarking on a crucial training flight. Rebel Assault war das erste PC-Spiel, welches exklusiv auf CD-ROM veröffentlicht wurde. Zudem ließ sich das Spiel nur mit einem Joystick vernünftig steuern. Hardware aufrüsten, olé! Eine Maussteuerung gab es zwar ebenfalls, und ich kann euch sagen, die sorgte vor allem für eins: viel Frust. Durch die im Vergleich hohe Speicherkapazität von CD-ROMs konnten Realfilmsequenzen aus den Filmen in die Handlung eingebunden werden, was damals noch unüblich war und das Kaufargument schlechthin für Fans war. Im Spiel schlüpft er in die Rolle des jungen Piloten Rookie One und erlebt die Geschichte von Episode 4, eine neue Hoffnung, in einer alternativen Erzählung bis hin zur Zerstörung des Todessterns. Myst war lange Zeit mit 6 Millionen verkauften Kopien das meistverkaufte PC-Videospiel und sollte erst 2001 von D-Sims übertroffen werden. Auch bei Myst setzte man auf das neue CD-ROM-Medium. Im Spiel kämpft man gegen die negativen Folgen des Missbrauchs des Weltenverbindens. Atrus ist dabei überfordert, die Folgen der Machtgier seines Vaters Gen und seiner Söhne Cyrus und Achena auszugleichen und ihnen das Handwerk zu legen. Ihr tretet dabei als externer Helfer in die Familie ein, bereist zahlreiche, meist von Atrus geschriebene Zeitalter und entschlüsselt dabei ein Familiengeheimnis ums andere. Friends? Friends? We've only gone out together 3 times, and already you're telling me you just want to be friends? You'll fry like a pork sausage! It's not that I don't like you, it's just that, well, you're too nice a guy, I guess. Hello. Im ersten Point-and-Click-Adventure in dieser Liste spielt ihr den Polizistenhund Sam und seinen, yo, psychopathischen Hasenkollegen Max auf der Suche nach einem verschwundenen Yeti quer durch Amerika. Neben den für ein Adventure von LucasArts bekannten witzigen Aufgaben, deren Lösung durch die Kombination der unterschiedlichsten Gegenstände möglich wird, sind auch verschiedene Minispiele wie Schiffe versenken im Spiel selbst integriert.
Sam und Max sind übrigens die Figuren, die LucasArts, warum auch immer, in fast jedem Spiel irgendwo als Cameo oder Easter Egg eingebaut hat. ...1993 war auch das Jahr, in dem Star Wars Spiele ihren Durchbruch im Videospielebereich hatten. Einen Titel hatten wir gerade schon und einen weiteren echten Klassiker seht ihr jetzt in den Plätzen 7 bis 5. Noch ein Star Wars Spiel in dieser Liste. Im von Wing Commander kopierten Spielprinzip steuert ihr diverse Rebellenraumschiffe wie den namensgebenden X-Wing gegen das Imperium in die Schlacht. Die Handlung des Spiels beginnt einige Monate vor Beginn von Episode 4 Eine neue Hoffnung. Die Macht des Imperators Palpatine über sein galaktisches Imperium ist gefestigt. Die fortgesetzten Grausamkeiten bei der Durchsetzung seiner neuen Ordnung führten jedoch zur Gründung der Allianz der Rebellen, soweit so bekannt. Mit Hilfe der Mon Calamari und anderen Völkern gelang es der Allianz, eine schlagkräftige Flotte aufzubauen. Lediglich die Jagdpiloten müssen sich zumeist auf veraltete Schiffe verlassen. Und hier setzt die Story ein. Als Nachfolger von SimCity aus dem Jahre 1989 war SimCity 2000 das Aufbaubrett schlechthin und prägte nachfolgende Titel in diesem Bereich nachweislich enorm. Hier gab es erstmals eine isometrische Sicht, die zwar noch nicht 3D war, sich aber schon in vier Himmelsrichtungen drehen ließ. Zudem musste man erstmals unterirdisch Wasserrohre verlegen. Wer keinen Bock auf Städtebau hatte, also so wie ich, konnte diese auch mit diversen Naturkatastrophen zerstören lassen. Seit 2012 ist SimCity 2000 Teil des Museums of Modern Art in New York. Die Fortsetzung von Mystic Quest gilt noch heute als eines der besten Rollenspiele ever. In Secret of Mana konntet ihr kooperativ via Adapter mit drei Spielern zusammen das Abenteuer auf dem Super Nintendo bestreiten. Die Story ganz grob: Im Spiel stellen sich die drei Helden diversen Monstern, nachdem einer von ihnen ein magisches Schwert aus einem Stein gezogen hat. King Arthur lässt grüßen. Daraufhin werden die drei verbannt und deren Reise, in der es am Ende gegen einen großen Mana-Drachen geht, beginnt. Secret of Mana war ursprünglich als Starttitel für das NES-CD-Add-on geplant. Nachdem aber bekanntermaßen der Vertrag zwischen Nintendo und Sony über die Produktion des Add-ons fehlgeschlagen war und Sony seine Arbeit an dem SNES-CD in die konkurrierende PlayStation-Konsole umwandelte, passte Square das Spiel für das SNES-Kassettenformat an. Das Kuriose an Secret of Mana ist, dass dieses Spiel 2018 neu in 3D aufgelegt wurde. Kurios deshalb, weil der neue Grafikstil irgendwie überhaupt nicht passte und das Spiel eigentlich schlechter aussah wie das Original von 1993. Wenn ihr also die Möglichkeit habt,
oder generell das nochmal anpacken wollt oder spielen wollt, kann ich auch empfehlen. Ist nach wie vor ein super Titel, der echt gut gealtert ist. Spielt bitte das Original von 1993 vom Super Nintendo. So, weiter geht's. Hier sind die Plätze 4 bis 2. Links erster Trip auf einem Handhelden, also in unserem Fall auf dem Ur-Gameboy, musste gänzlich ohne Prinzessin Zelda und das Triforce auskommen. Als Schiffbrüchiger wird Link an den Strand von Kokolint Island gespült und muss fortan das Geheimnis der Insel aufklären. Um das zu erreichen, sucht er fortan in 8 Dungeons Instrumente, um den mächtigen schlafenden Windfisch zu erwecken. Link's Awakening gilt noch heute, trotz seiner minimalistischen Grafik, als eines der besten Serienteile, weshalb sich auch Nintendo genötigt sah, ein HD-Remake im Jahr 2019 für die Nintendo Switch zu veröffentlichen. Day of Tentacle, oder kurz Dot, ist der lose Nachfolger zu Maniac Mansion. Der verrückte Wissenschaftler Dr. Fred Edison hat 2 kindsgroße Tentakel als Haustiere erschaffen, die im Spiel nur als Purpur-Tentakel und Grün-Tentakel bezeichnet werden. Purpur-Tentakel dringt von den giftigen Abwassern des Edison-Labors, was eine Mutation des Tentakels bewirkt. Als könnte ich... Ihm wachsen spontan kümmerliche Arme und es wähnt sich daraufhin in der Lage, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die Welt erobern! Daraufhin müssen Bernard, Hoagie und Laverne auf einem verrückten Zeitreisetrip die Welt vor gefährlichen Tentakeln retten. Day of Tentacle war das erste LucasArts-Spiel mit deutscher Sprachausgabe und das letzte mit dauerhaft eingeblendeten Verben neben dem Inventar. Bernard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Nach einem gescheiterten Forschungsexperiment tauchen auf den Marsmonden plötzlich überall Höllenkreaturen auf. Ihr als Space Marine habt fortan die Aufgabe, die Sache mit Schusswaffen auf die harte Tour zu klären und die Viecher dahin zurückzuballern, wo sie hergekommen sind. Mit der Kombination aus Kampf, Erkundung und einfachen Rätselaufgaben etablierte Doom in den 90ern die Grundstruktur für den klassischen Ego-Shooter. Außerdem führte Doom erstmals den sogenannten Multiplayer Deathmatch-Modus ein, welcher das Spiel zum Welthit machte. Heute macht Doom vor allem dann von sich reden, wenn es wieder auf irgendeinem sinnlosen Gadget wie einem Taschenrechner oder Kühlschrank portiert wurde. Es scheint nichts mehr zu geben, wo Doom nicht drauf läuft.
Bis 2011 war Doom aufgrund seiner Gewaltdarstellung in Deutschland indiziert. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden verschreckt, weil ein Zelda-Titel nicht auf Platz 1 ist. Aber in der Retro-Perspektive war dann doch Day of Tentacle und ja, vor allem Doom die wichtigeren Spiele. Ja, wie dem auch sei, einen habe ich noch für euch. Nämlich einen echten Klassiker, der bis heute als Aushängeschild für Videospiele aus Deutschland gilt. Und ja, auch irgendwie der Grund ist, warum ich heute hier sitze. In diesem Sinne, hier ist Platz 1. Ja, das Erstlingswerk von Volker Wertig gilt als das erste weltweit erfolgreiche Videospiel aus Deutschland. Im Spiel errichtet ihr eine Siedlung, bildet Militär aus und gewinnt die Partie, indem ihr eure Kontrahenten militärisch besiegt. In Die Siedler legt immer schon im ersten Teil Wert darauf, jede Ressource grafisch darzustellen. Der Spieler konnte also ohne Statistiken und Zahlenangaben bildlich den Fortschritt und den Warenfluss auf den Straßen erkennen. Umso größer die Siedlung wurde, umso mehr Siedler wuselten in ihr herum. Der Beginn des sogenannten Wuselfaktors, der die Serie zumindest bis Teil 4 unter Blue Byte prägte. Für mich persönlich sind die Siedler mein erstes PC-Spiel neben Monkey Island 1, welches mir damals gegeneinander mit Splitscreen-Modus rauf und runter gespielt haben und deshalb auch einen ganz besonderen Platz in meinem Gaming-Herzen hat. Ja, das waren die Zocker Lounge Top 10 Videospiele von 1993, meiner Meinung nach. Mich würde interessieren, habt ihr vielleicht eine andere Meinung? Habe ich irgendwas vergessen? Würdet ihr eine andere Reihenfolge bevorzugen? Schreibt es mir nochmal in die Kommentare, würde mich total interessieren. Vor allem für dieses so wichtige Videospieljahr mit meinem allerersten Videospiel, Die Siedler. In diesem Sinne, liebe Zocker Lounge, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.